Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, Folge 2200. Oh, ich habe gerade noch Mittagsschlaf gemacht, Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz da. 2000, okay, wir schätzen jetzt mal, wie alt wir dann wären. Ja. Oh. Wären. Okay, das schaffen wir nicht. Wir spulen nochmal zurück. Folge 232 steht an, am kommenden Montag. Und das ist der kleine Teaser im Vorfeld dieser Sendung. So, jetzt sind wir doch langsam in der Spur. Und wir haben nämlich wenig Zeit. Jenny ist auf dem Sprung, oder wir beide sind auf dem Sprung, denn wir fahren gleich hoch auf den Berg. Und wir wollen aber noch diesen kleinen Teaser vorher aufnehmen. Und Jenny, heute ist wieder so ein Tag, wo ich in unser Instagram-Postfach gucke und sage, uns geht's so gut und wir müssen was tun. Ich weiß gar nicht, ob du das auch schon gesehen hast, aber ich lese mal vor. Und zwar habe ich erst gedacht, also wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin namens Joy und ich habe gedacht, dass unsere Eurovisionskette so ein bisschen weitergeht. Ne? Wir hatten ja die Nina im Interview, die Hörerin aus Irland. Dann hat sich per Insta auch gemeldet eine Hörerin, die gesagt hat, Hallihallo, hier ist Schweden aus der Nähe von Malmö. Ich höre auch jeden Montag euren Podcast. Und die Zuschrift von Joy, die geht so ähnlich los. Darf ich kurz vorlesen? Ja, was wäre, wenn ich jetzt sage, nee, du darfst nicht. Also Joy schreibt, hallo, erstmal vielen lieben Dank für den tollen Podcast. Die neue Folge begleitet mich jeden Dienstag beim Halleschleppen. Das macht das Treckerfahren definitiv unterhaltsamer. Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Aufruf für euch in Frage kommt, aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Ich lebe seit 7 Jahren in Griechenland, habe meine Pferde in einem Stall im Süden von Athen. Und jetzt kommt's. Leider sind jedoch auch wir von den Bränden in dieser Region betroffen. Vorgestern brannte unsere Anlage und alle 28 Pferde, darunter auch unsere beiden Schulhafis Max und Mary und unser Esel Stratis, den wir vom griechischen Tierschutz adoptiert haben, mussten evakuiert werden. Viel ist verbrannt, Wohnhäuser auf dem Gelände, Teile der Stallungen, das Heulager. Es gibt wohl Katzen, die da ums Leben gekommen sind, Hunde sind noch vermisst und es geht darum, dass da jetzt vieles wieder aufgebaut werden muss und deshalb hat Joy drum gebeten, ich habe das jetzt noch nicht alles mir reingezogen, aber Joy hat lange Rede, kurzer Sinn drum gebeten, ob wir da einen Link veröffentlichen können, wo man auch spenden kann. Ich hoffe, auch in deinem Sinne gehandelt zu haben, dass ich erstmal spontan gesagt habe, ja, wir machen da was. Na klar. Und ich habe Joy gebeten, ob sie nicht in unsere Sendung kommen will. Und ich bin jetzt für morgen mit ihr verabredet, ob sie die Geschichte nochmal erzählen kann und vielleicht auch nochmal schildern kann, was braucht es jetzt genau, wie funktioniert das mit dem Link, was kann man tun, was kann unsere Community tun. Also ich weiß nicht, vielleicht haltet ihr mal die Augen auch so ein bisschen auf. Kann gut sein, dass ich schon morgen oder am Wochenende so ein kleines Artikelchen veröffentliche, wo diese Links alle veröffentlicht sind. Und wenn alles gut geht und das mit der Internetverbindung klappt und, dann wäre Joy am Montag bei uns in der Sendung. Wir fänden das sehr gut jedenfalls. Jenny, jetzt aber zu den angenehmen und zu den in Anführungszeichen normalen Dingen des Lebens, die es ja auch noch gibt. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich.
Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. AC/DC und Klecks, deine beiden Jungpferde, du hast am Wochenende ein bisschen was vor, oder? Das kann man schon so sagen. Vielleicht fahre ich aufs Turnier. Vielleicht fährst du aufs Turnier, okay. Vielleicht reitest du was? Also nur vielleicht, also ganz vielleicht. Du willst dich ja immer im Vorfeld nicht unter Druck setzen lassen. Ich habe irgendwas von Springen gehört, so mit halbem Genau, es gibt mal wieder einen Springreiterwettbewerb für die Ollen. Also offen für alle Altersklassen. Dann kann ich noch mitreiten als Oma und dann werde ich mal den Kindern wieder die Schleifen wegnehmen. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, verlierst du ja gegen die Kinder. Ja, kann auch passieren. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Sind da Reitschülerinnen von dir mit am Start? Nee, nur bei dem Springreiterwettbewerb nicht. Okay. Da würde ich, glaube ich, aber auch besser abschneiden als meine Reitschülerin, weil die in der Dressur nicht so gut ist. Aber da kann ich ja immer punkten. Also wenn die Reitschülerin mit am Start wäre, dann müsste man der Richterin sagen, pass mal auf, Chica Chaka, ich 18, du 9. Also gut, das ist nicht der Fall, aber du traust dich mal wieder. Springreiter und du hast Spaß dran. Ich bin ja jetzt nach dem letzten Sonntag auf dem Berg Geländetraining, bin ich ja wieder mutig. Wahrscheinlich ist der Mut bis Samstag wieder weg. Stimmt, aber das haben wir ja auch richtig. Das Geländetraining, das gab es ja auch noch. Können wir auch noch mal kurz erzählen dann in der Sendung, wie es war. Es gibt schon einen kleinen Videoclip, wo du über so eine Rolle gesprungen bist mit AC/DC. Sah schon, also das war gefühlt so die gefährlichste und herausforderndste Stelle in diesem Parcours. Und das habt ihr ja wirklich gut gemacht. Wie war die Erfahrung? War es cool? Ja, es war total toll. Und je länger ich auch auf dem Pony gesessen habe, umso mutiger wurde ich auch. Also ich merke ja dann, der macht es halt. Mhm. Der war am Anfang ein bisschen lustig, den musste ich erstmal ablongieren, weil er echt so ein bisschen so Bockanfälle hatte. Und dann habe ich ihn erstmal ablongiert. Ja, ich habe den Fehler gemacht, ihn einen Tag vorher nicht zu reiten und dachte, ich gebe ihm ein bisschen mehr Hafer, dann hat er Kraft auf dem Berg zu galoppieren. Kraft hat er gehabt dann, ja, ne? War ein bisschen viel. Okay. Und Dressur gibt es aber auch noch, ne? Am Sonntag. Genau, am Sonntag gibt es noch ein bisschen Dressur. Beide Pferde? Wenn ich es zeitlich schaffe, beide Pferde. Ich muss mal gucken, ob ich das alles hinkriege, weil das alles so tak, tak, tak nacheinander ist. Es ist nicht weit vom Stall, aber ich muss halt immer zurückfahren und die Pferde wechseln, weil Klexi kann ich ja nicht zusammen mit AC fahren, weil der rastet ja dann aus. Wenn AC weggeht am Turnier, dann allein ist das für den... Im Hänger, ne? Also das genau, wäre eigentlich den kann das, ich nicht im Hänger stehen lassen, das macht er nicht. Was logistisch eigentlich das Beste wäre, aber das kann man ihm scheinbar nicht, das hast du ihm noch nicht begreiflich machen können. Ich habe es auch schon lange nicht mehr probiert, vielleicht würde es jetzt sogar gehen, aber ich habe irgendwie auch dann keinen Nerv, das zu probieren. Alles klar. Und wenn der Stall beziehungsweise das Turnier so in der Nähe ist, dann kann man ja auch die Nummer machen mit dem, ich fahre den einen hin und hol den anderen dann ab. Und umziehen steht ja auch noch auf dem Plan. Also das ist aber dann nicht am Wochenende, sondern irgendwie nächste danach. Woche, ne? Genau, irgendwann nächste Woche. Stallwechsel. Nehmen wir es in Angriff, ja. Also findest du das eher, also wenn du sagst, so viel Zeug, andere würden ja sagen, also die sagen, es sind draußen 25 Grad, ich kann mich auch auf den Balkon legen oder ins Schwimmbad. Bei dir klingt es nach bam, 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 sage ich jetzt mal. Und jetzt noch eine Reitstunde nach dem Arbeiten der Silvia geben. Das ist halt hohe Taktung. Macht dir das eher Spaß? Also es muss dir ja eher Spaß machen. Ja, schon. Natürlich macht es Spaß. Also sonst würde ich es ja nicht machen. Ich wollte gerade sagen. Ich bin im Zeugenschutzprogramm, das weißt du, ne? Es gibt viel zu Kicher. Es gibt viel zu erzählen jedenfalls. Am Montag lohnt sich dann, glaube ich, zuzuhören. Ich bin sehr gespannt, was Joy zu erzählen hat aus Griechenland. Schlimme Geschichte, aber es gibt natürlich auch viel Positives und Spannendes und vor allen Dingen auch viele Dinge, die wir noch gar nicht wissen, nämlich wie das alles läuft am Wochenende mit AC/DC und Klecks, die wir ja begleiten, vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck, ins Große. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Haltet mal die Augen auf unsere Website. Ich würde das dann auch alles posten und wir hören uns spätestens am Montag. Okay? Deal? Zur 2472. Sendung. Oder so. Ich muss ausrechnen, wie alt wir dann werden. Mach das mal. 52 im Jahr.
Ja, rechne mal und dann gibt's die dann Antwort. Dann haben wir ziemlich viele Falten. Am Montag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.